Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Horizon und begeben uns mal hier zum Unterschlupf, um danach nach hier hin zu gelangen, um den Flugschreiber zu organisieren. Beim letzten Mal waren wir hier, Beim letzten Mal waren wir hier, haben den Menschen hier geholfen. Und jetzt erkunden wir weiter das Gebiet, um weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Um später dann den Flugschreiber zu finden. Ausruhen oder weitergehen? Ach, da können wir klettern, das ist gut. So, da sind wir. Weiteres nehmen wir nicht mit. Ich glaube, wir können... Ah, eine Werkbank, die ist gut. Denn beim letzten Mal haben wir ein Schnappmaul besiegt und damit konnten wir jetzt irgendwas verbessern. Ich finde es nur nicht. Ich glaube, das war dann die Rüstung. Wobei wir sollten, ich weiß jetzt nicht, was hier besser ist. Von der Farbe her glaube ich, dass Lila ein bisschen netter ist. Wird das uns antun, umtun sollten. Und da fehlt wieder was. Weiß gerade nicht, wo die sind. Gut, dann suchen wir das auch mal später. Wir machen daraus eine Mission, damit wir das dann, wenn wir es finden, die Benachrichtigung bekommen, dass wir es haben. Denn sonst würde das völlig an mir vorübergehen. So. Wir lassen uns nicht weiter verirren, sondern möchten... Okay, das ist die Mission. Dann wollen wir das. Dahin. Da sind wieder Maschinen. Grundsätzlich mögen die uns nicht. So. Ich glaube, R1 müsste einmal reichen. Frag mich, ob der hierher kommt. Sieht schon mal ganz gut aus. Ansonsten markieren wir mal den Weg. Ja, der kommt früher oder später an uns vorbei. Dann können wir ihn ausschalten. Natürlich. Etwas zu früh. So, 14 von Heilzeug haben wir. Wir sammeln die noch ein bisschen ein. Falls wir dann mal Zeit haben, schnell welche benötigen, damit wir die dann auch organisieren können und diese dann nicht zum späteren Zeitpunkt suchen müssen, sondern einfach ins Lager gehen und die herauszaubern können. War hier? Achso, das hier. Wer bist du? Okay. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Guck nicht so. Kämpf lieber. Nö. So, das Ganze ist hier dahinter oben drüber.
Ach, da geht's weiter. Mein Fokus empfängt eine Art Funkbacke. Es roch auch schon nach Schnee. Geht's hier irgendwo rein? Das sieht gut aus. Ich weiß noch nicht, ob der Punkt oder die Stelle, an der wir jetzt stehen, ob die so gut ist. Ich glaube, wir, oder ich glaube es nicht, wir gehen mal in die andere Richtung und versuchen es von der anderen Seite, denn ich denke, das ist soweit, das schaffen wir nicht, sondern sterben dann elendig. Muss nicht sein. Wer weiß, vielleicht hätten wir es auch geschafft. Bevor wir dann später nicht mehr drankommen, nehmen wir es gleich mit. Okay. Okay, jetzt haben wir hier eigentlich nichts weiter. Hier wäre jetzt die Mission, die ist aber, wir waren ein ganzes Stückchen weg von uns. Da waren wir noch gar nicht in dem Gebiet. Hier haben wir noch ein bisschen was Unentdecktes, da gibt es ein Feuer. Ich bin mal dafür, dass wir versuchen, hier lang, hierher zu gelangen. Und zwar, dass wir jetzt mit dem... Er sendet noch eine Funkbacke auf derselben Frequenz. Und zwar, dass wir jetzt hier mit den Gleiter heruntergleiten. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Wie viel wir zurücklegen. Ich hatte gedacht, das geht weiter. Bin jetzt leicht enttäuscht. So. Ungern das. Die Plage breitet sich aus und verbreitet ihre. Hier gehen wir mal ganz schnell weg. Oh, der ist groß. Ich frage mich, ob wir den für irgendwas benötigen. Ist ja ein. Na toll. Wow. Okay, ich muss mal ein bisschen. Wieso laufe ich so langsam? Nein, echt, das ist. Okay, das ist doof. Also was die machen, wir sollten nicht davon getroffen werden, denn laufen ist dann nicht so gut möglich. Sterben gleich.
Ich fühle mich so tot. Das waren aber auch sehr viele. Das ist ungünstig, dass wir gerade... So, ich dachte gerade, er kommt angerannt. Zum Glück nicht. Ah, der ist gut. Den besiegt man jetzt. Ein bisschen Deckung. Gefühlt macht das keinen Schaden. Ah, der war gut. Für ein nerviges Tierchen. So, kriegen wir jetzt den Kleinen hier unten. Denn den Großen... Ist das so ein Kleiner? Gefühl treffen wir da gar nichts. Gehen wir ein ganz Stückchen zurück. Zum Heilen sehe ich gerade nichts. Okay, besser. So, die haben sehr viel gebraucht. Lauf nicht weg. Auf uns dahin locken möchte. Ich sehe ihn nicht. Das ist gut, dass wir hier vorbeikommen, denn früher oder später haben wir die Möglichkeit, dass eine umherfliegende Drohne zu verwenden und können es dementsprechend ausschalten. Wo sind die beiden, die wir gerade gesehen haben? Feiglinge. Haben sich versteckt. Um die Drohne zu bekommen, ist glaube ich ganz gut, wenn wir hier hochklettern. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Säure bewirkt viel Schaden an dieser Maschine. So. Irgendwo soll eine Drohne sein. Ich finde sie gerade nicht. So, hier bleibt sie ganz lange. Können wir hier hoch?
den Weg mag ich irgendwie sehr, aber der mag mich nicht. Okay, das ist dort zu weit weg. So weit können wir nicht springen. Das gelingt nicht. Oder ist das hier aber... Das sah auch etwas tief aus. Okay. Verzweifelter Versuch, um herauszufinden, ob es funktioniert. Wir sehen uns einmal hier oben rum. Oben um. Hat das jemand gesehen? Das war's mit dem Schleichen. Klinge weg! Sonst wirst du... Hey! Ja. Okay. Ua. Ist da oben einer? Dahinter versteckt. Stückchen weggemacht, sich da aber ganz gut. Ah, das hier. Wenn sie hier, dann ist es hier ganz gut. So, jetzt warten wir und warten. Gleich kommt's, er. Da ist er. Zack. Na toll. Oh, das wird eine Narbe geben. Wir warten weiter, denn wie wir um sind, ist sie weg. Und dann versuchen wir es gleich noch einmal. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Anlauf nehmen, damit das besser funktioniert. Denn so war es ein bisschen knapp. Aber ansonsten keine schlechte Idee. Wir haben auch ein bisschen Zeit, also die warte da ein, zwei Sekündchen. Wir können es da auch ein bisschen Zeit lassen, bevor wir es versuchen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Du gehörst mir! Geschafft! Du kommst jetzt mit! Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Sehr gut. Oh, Daten. Ich glaube, ein Notizbuch. Noch sehr viel zu fangen, zu finden, zu suchen. Halt, Sammlerobjekte. Okay. Cutter. Einmal schauen, ob wir irgendwas markiert ist, wo wir hin möchten. Ansonsten behalten wir das bei und finden da später was. Denn momentan wüsste ich nicht, wo sich das, wo ich damit hin kann. Dementsprechend lassen wir das mal und verfolgen das später weiter.
hier war ein großes Tierchen. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen machen. Ich habe so in Erinnerung, dass wir einen Adler brauchen für irgendwas, beziehungsweise die ein oder andere Feder. Müsste gerade aber nicht für was. So. Ich könnte Säure einsetzen. Haben wir irgendwas da mit Säure? Nein, jetzt gerade momentan nicht. Ich weiß nicht, ob der... Nicht markiert? Auf ein neues. Spur markieren. Kommt hier lang, der kleine Kerl. Wir hatten doch mal... Ich weiß nicht, ob denn der besser ist. Bleib stehen. Der hat Angst. Kommt der jetzt hier hoch? Es schaut fast so aus. Und wenn der hier hochkommt, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt hier davor stehen. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Wie viel Energie hat denn der bitte? Oh toll, wir können ja sehr viel suchen. Wie geflinkt der ist. Oh, der war so. Gut. Ich glaube, das wäre auch so ein Schlag, wenn du den abkriegst, dann... Ja, ich mal für. Oh, Schmetterling. Der ist ganz aufgeregt. Die sind beide ganz aufgeregt, ganz hippelig. Kommt mal her, ihr Hippeligen. Die möchte ich gerne noch besiegen, beziehungsweise einen der beiden und die Sachen einsammeln, die da rumliegen. Ich hoffe, dass die sich jetzt nicht regenerieren, sondern der eine immer noch so angeschlagen ist, wie wir ihn gerade gemacht haben, um die Sachen zu finden. Das wäre schade, wenn der seine Lebensenergie wieder aufbaut. Da liegen so viele interessante Materialien rum. Ich möchte nur ungern auf der gleichen Höhe sein wie die beiden. Und dann so nah dran, das ist, fühlt sich nicht gut an. Wobei, ich glaube, der kommt erstmal nicht her. Wir können die Falle abbauen. Und dann, die bauen wir dann nicht nochmal. Sehr ungünstig. Wir bleiben jetzt mal ganz, ganz ruhig. Sie werden weiterziehen. Ich muss nur ruhig bleiben. Uah. So.
So, stiller Schlag können wir machen. Lassen wir aber gerade. Das war doof. Aber sehr gut. Also. Wir brennen ein bisschen. Hilfe. Wir haben leider keine Falle mehr. Also nicht so eine Falle. Das kann gleich ein Dauern. Also. Denn der macht. Ist nicht sehr robust. Wir kämpfen gefühlt nur mit Stöckchen. Keine Munition. Je nachdem, wie wir treffen, dann ist das sehr, sehr gut. Überhaupt mal zu reingekommen und dementsprechend das Ganze. Wie war das noch? Nein, nein. Was war das denn für eine Aktion? Warum da hinten? Warum er auf dem Trau? Wow, jetzt fühle ich mich fantastisch, weil der war echt riesig. Die waren echt riesig. Und es gibt noch mehr davon. Wir lassen aber die anderen da, wo sie sind, sondern vergnügen uns mit den beiden. Freuen uns. Ich hoffe, dass wir irgendwas erhalten haben, was wir in näherer Zukunft benötigen, um das eine oder andere zu verbessern. Behalte ich als Vorrat. Das ist sehr gut. Eine weise Entscheidung. Die Giftfalle war gut. Schade, dass er da schon ein bisschen angeschlagen war und wir das nicht bei einem einsetzen konnten, der schon oder der noch ganz fit war. Noch Teile, die wir sammeln können? Nein. Schade. Haben wir gleich noch ein Feuer, das ist ganz gut. Da war ein Vogel, den ich abziehen lassen. Das nächste Mal müssen wir ihn abschießen. Sehr gut. Dann haben wir die Möglichkeit vom schnellen Speichern. Sehen uns einmal auf der Karte um und stellen fest, dass wir ein bisschen was entdeckt haben. Und beim nächsten Mal uns weiter nach hier machen. Hier sollte noch ein Außenpfosten sein. Auch den besuchen wir das nächste Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.